Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny 2 Beta. Also bis jetzt finde ich es wirklich richtig nice gemacht. Unsere Super ist jetzt auch schon bereit. Ich will sie aber noch nicht einsetzen, weil hier bestimmt noch irgendwie eine Art Endboss oder sowas kommt. Deswegen will ich die jetzt noch nicht nehmen. Und vom Spielgefühl her, ich muss sagen, es ist ein bisschen langsamer. Heißt, mir kommt das Nachladen ein bisschen langsamer vor, die Granaten-Spawn-Geschwindigkeit ist ein bisschen langsamer, kann sich aber natürlich noch ändern, indem wir halt dann dementsprechend skillen können, was wir jetzt halt noch nicht können. Ist ja klar, ist gerade nur eine Beta. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin, Leute? Da oben rein. Da müsste es dann eigentlich auf den Platz gehen. Genau, hier ging es immer runter. Hier konnte man Waffen kaufen und alles Mögliche. Das ist Hier ein konnte man die gesagter Schiffe Schritt. Wir kaufen. müssen wieder in die Schlacht. Ja, ich weiß, ich wollte trotzdem mal hier runterschauen. Hier ist zu. Hier war damals offen. Genau, und hier standen die ganzen Händler damals. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Nur Gerüchte. Sie sind eine Eliteeinheit der Kabale und bis in den Tod loyal ihrem Commander gegenüber. Aber das ist irrelevant. Sie greifen den Reisenden an. Wir müssen sofort zu ihm. Alles klar. Negativ. Der Reisende kann warten. Wir werden unser Volk um jeden Preis schützen. Der Reisende? Was ist dieses Teil, das Sie an ihm befestigt haben? Wow. Sieht aus wie bei Alien. Die komischen Dinge, bevor das Alien schlüpft, was die Dinger da einpflanzen können. Den Parasiten. Genauso sieht es auch aus. Okay, dann schauen wir doch mal. Wow. Okay, hier sind nicht mehr viel übrig. Die Fahnen wurden schon gehisst. Alles klar. Wow. What the fuck? Neues Ziel. Beteilige den Turm. The Baum brennt. Die Rotlegion ist gut ausgebildet, aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Muss ich hin hier? Zavala macht es schon. Die Rettungsschuttles sind da drüben. Na, hier ist super Energie. Okay, komm. Okay, brauchen wir ein bisschen Superenergie. Der war doch hier oben, oder? Ja, super. Die blauen Kugeln sind Superenergie. Da füllt sich normalerweise meine Leiste wieder schneller auf. Oder auch nicht. Hallo? Warum geht es nicht? Hier ist super. Ne, es geht nicht. Wir halten die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. Warum geht es nicht? Alter! Zeig ihnen, was ein Hüter ist! Okay. War ich zu spät in dem Schild drin? Ich würde gerne mal ein bisschen Superenergie haben. Okay, ist auf jeden Fall richtig Action. Geil. Zavala,
Alles klar. Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Dann denke ich mal, dass wir in den nächsten Abschnitt von dem Turm müssen. Da, wo auch der Sprecher damals war. Schauen wir doch gleich mal. Oh, der ist immer noch hier. Der Putzroboter. Okay, ein nördlicher Turm. Ikora! Der Sprecher ist weg. Rotlegion, ihr werdet niemandem mehr schaden. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Bäm. Zavala. Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begib dich zum Nordturm. Amanda Holiday wird dich abholen. Okay, unser Super ist bereit. Aber wie gesagt, ich war schon immer so. Ich habe die Super nur im äußersten Notfall genommen. Und bis jetzt geht's eigentlich, dass wir keiner benötigen. Irgendwann benötigen wir ein bisschen Munition oder so. Geht langsam zur Neige. Boah. Amanda ist gleich da. Sie wird dich auf dem Kommandoschiff absetzen. Okay, das ist schon unser erster Gelber. Auf den, genau auf den habe ich gewartet. Und zwar genau deswegen. Wo ist er? Alles klar. Genau für solche Gegner hebt man nicht, sich nämlich die Super auf. Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest! Komm schon, bitte. Geben wir ihn eins auf die Nuss. Gerne. Okay, wir sind jetzt anscheinend auf dem Mutterschiff sozusagen. Oder auf einem von diesen Schiffen. Und hier werden auch die Kugeln runtergeschossen, die ja auf dem Turm gelandet sind, da wo die ganzen komischen Viecher drin sind. Boah, schaut das geil aus. Okay. Ey, triffst du dich oder was? Das Hologramm könnte helfen. Lass mich mal sehen. Okay, die Munition wieder voll. Lass mich an die Konsole. Wir können da Baupläne finden. Ja. Mach ich doch.
Okay, der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Mir ist der Pask, der versenkt oder was? Kate, wie lautet dein Status? Bist du versenkt worden? Die Munition wird knapp. Das Ding mit der Flammenpistole läuft nicht mehr so gut. Hat jemand von Ikora gehört? Nicht seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information! Information bei mir! Die Jägerklasse gefällt mir einfach gleich wieder. Echt geil. What? Okay, Scharfschützen sind auch hier. Wo ist der blöde Scharfschütze? Der war doch hier oben irgendwo. Wollte ich eigentlich... Ah, okay. Da sind sie. Okay, der versteckt sich dahinter. Komm mal bitte raus. Boah. Okay, ist down. Das ist ein bisschen sauer auf mich, glaube ich. Kannst du haben. Ein bisschen kalten gehen hier.
Boah. Bist du jetzt endlich ruhig oder was? Gibt's ja gar nicht. Okay, alles klar. Down ist er. Gibt's da nichts oder was? Hier gibt's nichts. Warum gibt's hier nichts? Okay, shit happens. Weiter geht's. Kameraden halten nicht viel aus, machen aber schön viel Schaden. Sack geschossen hier. Ist geil, wenn die Tanks hinten drauf haben. Sterben die relativ schnell. Also wie gesagt, das schreibt mich an. Ich hätte echt Bock mit euch zu zocken. Können wir mal zusammen ein bisschen was starten. Wir hier runter. Ich glaube, wir müssen unten durch. Der Schildgenerator sollte direkt vor uns sein. Alles klar, schauen wir doch mal. Wir müssen aufpassen hier. Boah, jetzt kommt der, oder? Na, der hält auf jeden Fall nicht so viel aus. Okay, wir laden mal die Knifte nach. Okay, das müsste der Schildgenerator sein. Okay, zerstöre die Turbinen, dann fallen die Schilde in sich zusammen. Und wie geht es? Einfach draufholzen oder was? Was mache ich hier falsch? Irgendwas mache ich hier falsch, aber ich weiß nicht, ob ich da runterspringe. Ah, okay. Ja, genau so. Okay, dann muss ich anscheinend. Darüber? Alter Schwede, nee, oder?
Nein. Okay, wo muss ich machen? Okay. Ich muss darüber irgendwie. Muss ich hier mit dir mitgehen? Boah. Okay, ich kann ja schon hier durch, oder? Kann ich runter? Steigt. Okay. Es funktioniert. So, überlasse den Generator. Die Schilde sind deaktiviert. So, klar. Amanda, wir kommen nach oben. Amanda! Ja, ich komme schon, ich gebe Gas. Ist da jemand? Was sollen wir bloß tun? Nichts. Der hat sich aber komisch an. Willkommen in einer Welt ohne Licht. Oh, nimmt mir das Licht oder was? Da stimmt was nicht. Schau mich nicht an, du Kreatur. Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was... Das ist wie der von Batman, der Bösewicht, der die Maske drauf hat. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Ghaul. Ghaul, okay. Und dein Licht ist mein. Okay. Destiny 2. Das war anscheinend die erste Mission in Destiny 2. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Gut, Leute. Navigator öffnen. Was gibt's hier alles? Die verdrehte Säule, Arcadia-Tal. Okay, das ist Strike. Das ist Schmelztiegel, Multiplayer, also PvP. Und hier ist auch nochmal PvP. Okay, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder von der Beta. Vielleicht schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Dann werde ich auch den Warlock und den Titan mal anspielen, wie sich die so spielen. Genau, Multiplayer bin ich jetzt, also... PvP bin ich jetzt eher nicht so, vielleicht werde ich mal reinschauen, aber also generell mag ich eigentlich PvP schon, bloß halt in Destiny nicht. Ich weiß nicht warum, Battlefield und so macht mir riesen Spaß, PvP,
Aber in Destiny, ich weiß nicht, macht es mir nicht so Spaß. Ich bin da lieber eher der PvE-Spieler, Strikes, Dungeons und so weiter. Gut, dann würde ich sagen, was ist jetzt von der Beta? Schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo, wie ihr lustig seid. Und ich würde sagen, genau, dann war's das. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.